Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute ja doch nach einer relativ kurzfristigen Einladung hierher zu einem Pressestatement erschienen sind. Ich habe heute bedauerlicherweise eine Entscheidung zu übermitteln, die ich sehr bedauere. Britta Ernst hat sich entschieden, den Dienst als Ministerin für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg nicht weiter fortzusetzen. Ich bedauere diese Entscheidung und ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich für Ihre Arbeit in den letzten Jahren, ja immerhin seit September 2017, bedanken. Sie hat Verantwortung übernommen in schwierigen Zeiten für unser Land. Sie hat Verantwortung getragen in Zeiten, die dann noch schwieriger geworden sind, gerade im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, im Bereich der Schulen, im Bereich der Kitas zu Zeiten der Corona-Pandemie. Sie hat diese Verantwortung mit großer Weitsicht, Mut, aber auch dem nötigen Durchsetzungswillen getragen, den es brauchte. Und wenn Sie heute zurückblicken, welchen Weg das Land Brandenburg, welchen Weg auch die damalige Vorsitzende der Kultusministerkonferenz für die Kinder und Jugendlichen in Deutschland aufgezeigt hat, dann ist es aus heutiger Sicht, auch in der Nachbetrachtung, genau der richtige Weg gewesen, nämlich Kindern und Jugendlichen möglichst weitgehenden Zugang auch in der Situation der Pandemie zu Bildungsangeboten zu gewährleisten. Das ist aber nicht das Einzige, was in Erinnerung bleiben wird und was die Politik des Landes in den letzten Jahren geprägt hat im Bildungsbereich. Es gibt eine ganze Reihe von weiteren Punkten, die eng mit der Arbeit von Britta Ernst zusammenhängen. Da sind die Fortschritte beispielsweise im Kita-Bereich. Fortschritte, die schwierig zu erreichen waren, weil sie große finanzielle Anstrengungen des Landes vorausgesetzt haben, aber finanzielle Anstrengungen, die am Ende gemacht worden sind, um hier zwei Dinge gleichzeitig zu erreichen, nämlich eine bessere Betreuungsquote für die Kinder im Land, im Kita-Bereich und gleichzeitig eine schrittweise Entlastung der Eltern bei den Kita-Beiträgen. Auch das war eine große Errungenschaft und das ist ein Weg, den wir auch weitergehen wollen. Und ich bin Britta auch sehr dankbar für die enge und konstruktive und offene Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Und ich weiß, das ist in der Bildungspolitik ja ohnehin, zumindest soweit ich mich erinnere, immer öfter mal der Fall gewesen, dass gerade in diesem Bereich sehr oft kritisiert wird und es wird selten Danke gesagt. Ich möchte heute hier an dieser Stelle ganz, ganz herzlich Danke sagen. Danke, liebe Britta, für das, was du für die Kinder und Jugendlichen hier im Land bei uns geleistet hast, was du für unser Land geleistet hast, aber was du auch für ganz Deutschland geleistet hast. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich habe den Ministerpräsidenten. Achso, ich habe hier die Urkunde. Noch eine Dankurkunde gibt es von mir. Dankeschön. Bitte. Die Blumen danach kommen. Ein Sträußchen, ja. Aber Dankeschön. Ja, ich habe dem Ministerpräsidenten Dietmar Woidke meinen Rücktritt als Ministerin für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburgs erklärt. Ich will ausdrücklich sagen, dass es für mich immer eine große Ehre und Freude war, das Ministerium führen zu dürfen. Und ich bin auch sehr dankbar für das Vertrauen, das Dietmar Woidke mir im September 2017 geschenkt hat, dass ich diese Aufgabe übernehmen durfte. Die Herausforderungen für das MBJS und die Aufgaben sind sehr groß. Um dem zu begegnen, ist eine große Geschlossenheit notwendig. Ich weiß, dass die Aufgaben des MBJS künftig bei meinem Nachfolger Steffen Freiberg in besten Händen sein werden. Ich verweise zu näheren Gründen auf die Erklärung, die wir über das MBJS heute jetzt auch verschickt haben. Ich wünsche der Regierung des Landes Brandenburges und den drei sie tragenden Fraktionen den nötigen Mut und die Kraft für die Herausforderung. Mein Dank gilt all denen, die mich in den letzten 5,5 Jahren unterstützt haben. Und persönlich möchte ich sagen, dass ich in Brandenburg einen neuen Lebensmittelpunkt gefunden habe und sehr gerne hier lebe. Ich bedanke mich. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein.
wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.